Wer früher durch diese Tür gekommen ist, ja, der ist in einen Raum hineingekommen, der war relativ dunkel gewesen. Die ehemalige Supporterbar, aber die gibt es nicht mehr. Die heisst nämlich jetzt Red Rose Bar. Das ist das Update vom SCRI heute zum Thema Gastronomie. Und wir wollen das alles ein bisschen neuer anschauen, weil im Frühling und Sommer ist ziemlich viel passiert. Da bei uns in der Halle. Und der Thibaut Mengis, das ist der Leiter vom Catering bei uns und er hat den Umbau mitbetreut. Ja, Thibaut, wir sehen alles neu. Was war die Idee dahinter gewesen? Wir wollen einen Treffpunkt schaffen für unsere Fans, die sich vor dem Match, nach dem Match, während dem Match können verpflegen, treffen und über das Spiel sinnieren. Die ganze Bar haben wir ein bisschen im Stil zu unserer Hymne Rose Tattoo von der Dropkick Murphys aufgebaut. Jetzt sehen wir hier eine wunderschöne Platte, die schauen wir noch ein bisschen neuer an natürlich. Das ist eins der Angebote. Also was gibt es denn da unten neu? Ja, die Bar soll ganz klar bestechen durch unser Bierangebot von Schützengarten, sei es im Offhausschank oder auch ganz viele verschiedene Flaschenbier, die wir werden haben. Und natürlich unsere Barbecue-Platte mit dem 36 Stunden gesmokten Pulled Pork, den wir haben, plus die hausgemachten Chorizo-Würstchen vom Brönnimann Ernst. Das klingt ziemlich lecker. Also, jetzt gehen wir aber noch weiter schauen im Stadion. Da sind wir im Umgang und da ist natürlich auch alles neu oder vieles neu, vor allem die Takeaway-Stände. Und das ist der Michi Stutz. Er ist Geschäftsführer von der Gastgeber 3.0. Das ist unser Partner im Gastro-Bereich. Ja, Michi, vieles ist neu, aber vieles ist auch geblieben. Ein bisschen anders gestaltet. Klassiker sind nach wie vor da, oder? Unbedingt, die braucht es. Also, das Hockeystadion ohne Wurst, ohne Pizza, ohne Burger. Kann man sich nicht vorstellen. Jetzt sind wir hier am Stand, wo es Würst gibt. Und mir ist aufgefallen beim Logo, ja, das ist an St. Gallen angelehnt und dann steht Senf und der Senf ist aber durchgestrichen. Ja, also hier im Kanton sind vor allem die Kalbsbrotwürste, das ist ein riesen Highlight, die Würze unheimlich fein und da isst man keinen Senf dazu, oder? Nein, das machen wir normalerweise nicht, aber ich glaube, es gibt gleich für die, die wollen, oder? Jeder Takeaway-Stand hat ein eigenes Motto, sieht anders aus. Was ist die Idee dahinter? Also einerseits wollen wir unbedingt das Erlebnis Hockey-Match verbessern. Und wir haben das Gefühl, das machen wir am besten mit so Themenständen, wo man ein bisschen in die verschiedenen Food-Welten auch abtauchen kann. Andererseits haben wir das Gefühl, dass wenn wir das Angebot pro Stand konzentrieren, werden wir schneller und effizienter und so kommt der Fan schneller zu seinen Esswaren. Die Hühnerei, das ist einer von unseren Takeaway-Ständen. Ja, wir haben es gehört, wir wollen schneller werden, effizienter werden. Wir wollen neue Produkte anbieten. Wir sind hier in der Hühnerei, so heisst der Takeaway-Stand. Was gibt es da und was gibt es denn sonst für kulinarische Neuerungen bei uns? Da ziehen wir so ein bisschen die Idee von dem Red Rose, Rose Tattoo von der amerikanischen Punkrock-Band weiter. Es gibt überall im Stadion immer ein bisschen amerikanische Gerichte. Da haben wir Buttermilk, Southern Fried Chicken, zart, mega feine Chicken Nuggets, Chicken Chunks. Ich glaube, was auch noch raussticht bei dem ganzen Angebot ist, dass vieles nicht mehr Convenience-Produkte, also eingekaufte Produkte sind, sondern vieles ist auch hausgemacht. Das ist richtig, ist uns mega wichtig gewesen, ist auch ein bisschen der Zeitgeist. Man kauft nicht nur ein und verkauft es nachher wieder, sondern man gibt ein bisschen den Food-Flair rein, Kompetenz rein. Super feine Soßen, von mild bis ziemlich scharf, für die, die mutig sind. Also, probieren. Zum Schluss von unserem Rundgang sind wir hier am Burgerstand. Und ja, Thibaut, bei uns gibt es nicht einfach einen 0815-Burger, sondern der sieht richtig gut aus. Er ist auch sehr gut. Also, wir haben ein super cooles Brioche-Bann, das der Bäcker Wickhexer für uns macht. Und dazu haben wir unsere geheime Rockabilly-Soße. Klingt geheimnisvoll und vor allem auch lecker. Das waren die Informationen von Thibaut Mengis und von Michi Stutz, die ich auch nochmal dazu bitte, weil ich finde, es sieht so gut aus. Ich glaube, das müssen wir jetzt einfach probieren. Richtig gutes Zeug, richtig. Mega schwer zu kriegen, wirklich schwer zu kriegen. Richtig gutes Zeug, richtig gut. Musst du mal ausprobieren. Richtig gutes Zeug, richtig gut. Scheint ganz gut zu sein. Da musst du richtig lange suchen für. Richtig lange recherchieren. Hat er richtig gut drauf. Das kriegst du nirgendwo sonst. Mega schwer zu kriegen. Wirklich schwer zu kriegen. Richtig gutes Zeug, richtig gut. Musst du mal ausprobieren. Richtig gutes Zeug, richtig gut. Scheint ganz gut zu sein. Da musst du richtig lange suchen.